Ich fahre den KTI Fun Scooter 403 und wie wir im Intro gesehen haben, einen Helm zu tragen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Der Fun Scooter KTI 403 ist eine echte Kampfansage an den populären Segway. Segway hatte ursprünglich diese Art der Fortbewegung erfunden, ist aber mit 9000 Euro nicht für den Otto-Normalverbraucher erschwinglich. Der KTI 403 dagegen kostet lediglich ein Drittel, nämlich 3700 Euro. Der KTI 403 Fun Scooter gehört zur Fahrzeugklasse der elektronischen Mobilitätshilfen, kurz EMO genannt. Seit 2009 dürfen diese Fahrzeuge auch am deutschen Straßenverkehr teilnehmen. Notwendig ist dafür allerdings mindestens ein Mofa-Führerschein sowie das Anbringen eines Moped-Kennzeichens. Zur Fortbewegung nutzt der Fun Scooter zwei Elektromotoren, die jeweils eine Ausgangsleistung von 1350 Watt liefern. Kurzfristig sind allerdings sogar 2400 Watt möglich. Sechs Gyrosensoren überwachen ihre Bewegungen, sodass jede Gewichtsverlagerung auch in eine ordnungsgemäße Kurve oder Beschleunigung umgesetzt werden. Sollte das System an einer Stelle überhitzen, so ist von jedem Sensor bzw. An der Fortbewegung beteiligten System noch ein zweites vorhanden, sodass auf keinen Fall zu einem Sturz kommen kann. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 18 km/h, kann per Software-Update aber auf etwas mehr als 20 erhöht werden, was allerdings nicht empfehlenswert ist, da sich das negativ auf die eigentlich gute Reichweite auswirkt. Mit dem KTI 403 kommen Sie maximal mit dem Standard-Akku 28 km weit. Im Test sind wir etwas mehr als 25 km weit gekommen, also ein sehr guter Wert. Das Multifunktionsdisplay des KTI Fun Scooters zeigt während der Fahrt verschiedene Informationen an. Zum einen sehen Sie hier die Fahrgeschwindigkeit entweder nach hinten oder nach vorne. Sie können die zurückgelegte Distanz anzeigen, die gesamte Fahrdistanz. Außerdem sehen Sie Ihre Fahrdauer und die Systemtemperatur. All das steuern Sie über die mitgelieferte Funkfernbedienung des KTI. Hier oben sehen Sie die aktuelle Batterieanzeige und das Bluetooth-Zeichen, sofern Sie ein Smartphone oder ein iPad verbunden haben. Der KTI 403 grenzt sich von seinen Schwestermodellen zum Beispiel durch dieses Atmosphärenlicht ab. Wenn Sie den KTI 403 verlassen wollen, steigen Sie einfach wie von einer Treppe herunter, zücken Ihre Funkfernbedienung und schalten diesen über den Ausschaltknopf einfach aus. Ein kleiner Fahrzeugständer hilft noch bei der Stabilität. Damit Sie mit dem KTI 403 am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, muss der Fun Scooter neben dem Moped-Kennzeichen auch noch eine Fahrradlampe und eine Fahrradrückleuchte besitzen. Außerdem muss am Lenker unbedingt eine Klingel angebracht sein. Um den Fun Scooter zu transportieren, lösen Sie einfach diese Verschraubung und ziehen die Lenkstange heraus. So passt der KTI 403 in jeden üblichen Kofferraum. Den Segway-Klon laden Sie an jeder handelsüblichen Steckdose auf. Laut Hersteller dauert eine volle Ladung ungefähr 4 Stunden. Wir haben etwas mehr als 4 Stunden gemessen. Der KTI 403 Fun Scooter ist in jedem Fall eine moderne und vor allen Dingen lustige Fortbewegungsmethode. Mit 3700 Euro ist es allerdings kein billiger Spaß, obwohl man dem Gerät zugutehalten muss, dass er nur rund ein Drittel des originalen Segways kostet. In dem Fall empfehlenswert ist das Tragen des mitgelieferten Helms und einige Einführungsversuche und Einführungsrunden. Ich fahre noch eine Runde. Noch mehr Videos finden Sie in unserem Video-Channel. Falls Sie ausführliche Testberichte und aktuelle News zu einzelnen Produkten suchen, schauen Sie doch mal auf chip.de vorbei.
Und wenn Sie in Zukunft kein neues Chip-Video mehr verpassen möchten, können Sie unseren Kanal ganz einfach mit einem Klick abonnieren. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook, Twitter und Google+.